Hallo, meine Lieben. Heute wieder in meiner Küche am Thermomix und ich möchte heute wieder mit euch eine Geschenkidee machen. Und zwar so ein Orangengelee hier. Das kann man entweder als Marmelade benutzen oder ich benutze es zum Beispiel gern für meinen Sauerkraut. Da packe ich ein, zwei Löffelchen, also Teelöffel mit rein und dann kriegt das wieder so eine feine Süße. Genau. So, ich zeige euch schnell, was wir ansonsten noch brauchen. Wir haben hier Orangen. Wir haben Zitrone. Bei den Orangen ist es so, dass wir etwa 500 Gramm von dem Saft brauchen. Dann habe ich hier Agar-Agar. Ihr wisst ja, dass ich immer keine Sachen mit Schweinen benutze, also auch keine Gelatine. Deswegen weiche ich auf so etwas aus. Und dann noch Zucker. Genau, so, das sind die Zutaten, die wir brauchen. Ja, und wir beginnen mit der schlimmsten Arbeit. Und zwar pressen wir uns unsere Orangen aus. So, als erstes nehme ich die Orange und drücke sie mit rollender Bewegung über mein Arbeitsbrettchen. Und dadurch wird die Orange hier schön weich. Und der Saft lässt sich nachher besser rausdrücken. Ja, das mache ich einen Moment lang, bis die Orange eben ein bisschen weich ist. Und das mache ich mit allen 7 Orangen. Jetzt nehme ich mir eine von den Orangen und mache mir hier so ein bisschen von dem Abrieb ab. Also von der Schale meine ich. Achtet deswegen bitte darauf, dass ihr Bio-Orangen benutzt, beziehungsweise ungespritzt und unbehandelt. Ja, ich nehme da wirklich nur das Orange, weil das Weiße schmeckt ein bisschen bitter. So, und das reicht mir auch schon. Das kommt an die Seite. Dann fange ich an mit der Zitrone und presse mir die einmal aus. Ihr seht vielleicht, die ist schon ein bisschen älter. Dadurch gibt sie aber den Saft viel besser ab. Wundert euch bitte nicht über die Nebengeräusche. Ich habe meine Balkontür auf, weil hier ist nämlich ein super, super Wetter. Also so einen Herbst habe ich schon ewig nicht mehr erlebt. Und dann mache ich mit meinen Orangen weiter. Und den Saft werde ich dann hier reinfüllen. So, und damit das Ganze für euch jetzt nicht so lange dauert, gibt es ein bisschen Zauberei. Simsalabim und schon ist der Orangensaft ausgepresst. Ich habe jetzt alle 7 Orangen verwendet. Ich glaube aber, ich hätte sie nicht gebraucht. Weil ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 500, ist aber nicht so schlimm. So, dann brauchen wir nachher noch Sternanis und Zimt, den ich immer im Türkenladen kaufe. Da sind die super gut portioniert. Man hat ganz große Stücke drin und ganz kleine und nur ein paar Krümel und da komme ich sehr gut mit aus. So, dann ist hier meine halbe Zitrone noch drin und jetzt werde ich die Waage einschalten und werde gucken, dass ich 500 Gramm von dem Orangensaft einwiege. Dann kommt die halbe Zitrone, der Saft mit hinein, die Orangenschale, zack, und dann tue ich noch Agar-Agar hinein. Jetzt gucke ich gerade mal, aber ich glaube mehr als, ja genau, ich packe den ganzen Beutel rein, weil mehr als 2 Teelöffel sind hier nämlich gar nicht drin und 2 Teelöffel brauchen wir auch. So, jetzt drücke ich nochmal auf die Tara-Taste und werde jetzt 250 Gramm Zucker hineintun. Nehme ich aber mal die andere Seite, dann geht es ein bisschen schneller.
Jawohl, so Zucker und Agar-Agar sowie die Schale und auch der Saft sind drin. Jetzt schließe ich den Deckel, nehme den Messbecher, packe ihn an die Seite, den brauchen wir nämlich nicht. Schließe meine Waage um dem X hier oben, stelle mir den Thermomix auf 8 Minuten. Nehme 100 Grad, möchte ja, dass das Ganze kocht, und stelle das Ganze auf Stufe 2. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn unser Gelee fertig gekocht ist. So, der Thermomix ist jetzt fertig. Unser Gelee sieht jetzt noch sehr flüssig aus. Jetzt nehme ich hier mir den Messbecher und mache mir hier so einen ganz kleinen Schluck rein. Gucken, dass ihr das besser seht. So. So, das Ganze lasse ich dann für ein paar Minuten stehen und gucke dann, ob es fest geworden ist. Und hier merke ich jetzt schon, dass es halt dickflüssiger wird. Das heißt, mein Gelee ist gelungen, also die Gelierprobe funktioniert und der Gelee wird schon immer fester. Ja, und wenn ich dann so weit bin, dann kann ich mir ein Schraubglas nehmen. Zum Beispiel dieses hier. Und jetzt schaut ihr je nach Größe, wenn ihr jetzt so ein kleines Gläschen nehmt, um eben nur so eine kleine Portion zu verschenken, dann nehmt ihr bitte nur ein Stern Anis und vielleicht nur so ein kleines Stück Zimt. Also das reicht dann völlig aus. Hier nehme ich jetzt ein größeres Stückchen Zimt und nehme 3 Sternanis, weil der Behälter ein bisschen größer ist. Ich habe die kleinen Behälterchen für mich jetzt schon fertig gemacht, die ich verschenken möchte. Deswegen mache ich jetzt hier ein großes. So, gut verschrauben und dann lassen wir das Ganze abkühlen und gelieren. Und dann bewahren wir es im Kühlschrank und da hält es sich wirklich eine Ewigkeit. Also ich habe mein letztes, glaube ich, bestimmt über ein halbes Jahr benutzt und das war immer noch gut. Also abkühlen lassen, warten, bis es geliert ist, beziehungsweise wenn es richtig abgekühlt ist, ist es auch geliert und dann kommt es in den Kühlschrank und dann habt ihr da fast ein halbes Jahr was von, wenn es so lange reicht. So, und hier seht ihr jetzt auch noch mal mit dem Gelee, dass es also wirklich geklappt hat und schmeckt fantastisch. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr hattet ein bisschen Freude an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.